So, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 2019 hier auf der Schwatzing Map mit unserem Projekt, das RP Real Farming, beziehungsweise heißt es ja Real Farming Projekt. Ich verwechsel das, tut mir leid. So, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr alle wieder dabei seid und wir sind gerade dabei, ja, die Anhänger leer zu machen, beziehungsweise den Anhänger, also ich weiß gar nicht, wofür der zweite denn dahinter ist, weil wir kriegen den ersten ja nie voll. So, wir laden das ab und müssen dann rüber zum Dröscher, der Lohnunternehmer ist ja da, ne, wie ihr gesehen habt und wie ihr mitbekommen habt in der letzten Folge. Und ja, wir leeren jetzt die Anhänger leer und fahren die darüber, dass derjenige dröschen kann. Ja. Dann gucken wir uns schön mal den Mähdrescher an, mal gucken, was das für ein schönes Gespann ist. Wisst ihr, wir könnten eigentlich die Anhänger auch abstellen und könnten hier das Stroh eigentlich auch gleich einsammeln. Wobei wir eigentlich... Wobei wir eigentlich... So. So, wir machen mal so lange aus. So. Hallo. Hi. Und klappt das? Und ist das gut? Das mitfahren. Geht das denn? Ja. Ja, hier geht das in der Maschine. Okay. Nur Momento. Ah. Die Maschine habe ich ja gehört, weil der Herr Engel, also ihr Chef, sich auch vielleicht holen, das ist ja der Tucano. Ja, genau, stimmt, hat er was erzählt von, ja. Hat er was erzählt, ja, Hat er mir auch mal erzählt, aber dann erst, wenn er mehr Fläche hat. Ja, das lohnt sich ja für die kleinen Flächen nicht, ne? Wenn ich hier sehe, die Fläche ist ja auch nicht viel größer hier. Ich glaube, das ist das größte Acken bis jetzt, was er hat. Okay. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Der hat ja früher nur Ackerland gemacht und will jetzt auf umsteigen. Okay. So wie ich es von ihm verstanden habe, im Plan. Ja,
Das klappt doch schon sehr gut hier. Es ist viel Unkraut drin, ne? Viel Unkraut drin, habe ich gesehen. Ja, ich glaube, es war gewachsen, wo der Herr Engel, da war der mal irgendwie auf einem sehr wichtigen Außentermin, glaube ich. Ne? Jetzt ist das hier gewachsen und der hat uns darüber nichts berichtet, dass wir spritzen können oder gefragt, weil er es irgendwie vergessen hatte. Ich weiß so. Nicht, deswegen war du. Also so habe ich es nur gehört. Dann ist hier halt Unkraut gewachsen. Aber sonst kommt eigentlich für Hafer schon gut was runter. Ja, das glaube ich auch, ja. Ich habe jetzt schon 8100 Liter drin. So wie mir es hier auf dem Monitor angezeigt wird. Ja, ist ein schöner Drescher, also den. Ja, mit dem bin ich auch sehr zufrieden. Habe ich ein Angebot von Glast, weil ich bin ja jeder Maschinenhändler hier in Schwatzing. Oh, gutes Angebot von Glas gekriegt hier für den Tucano, weil wir einen Drescher gesucht hatten. Und also auch so in der Größe und hat uns der Tucano gut gefallen. Glas ist auch mit dem Preis eigentlich relativ gut entgegengekommen und dann bis jetzt sind wir auch sehr zufrieden. Der ist ja auch noch recht schnell. Ich habe ja auch nebenbei noch einen Landhandel aufgemacht, mit so verschiedenen Produktionen drauf gebaut. Ja. Ich glaube, waren sie gestern mal da, war mein Kollege bei ihnen, glaube ich. Ja, das kann gut sein, ja. Da war der Herr Engel und da war noch einer, das müssten die vielleicht gewesen sein. Ach so, ja, das kann gut sein, ja. Mein Kollege, der Herr Marco, war da dann, glaube ich. Ja. Ich habe ja gerade was beim Feld zu tun gehabt. Ja. Wie heißt denn ihr eigentlich? Wir haben uns ja nicht gelernt. Ich heiße Herr Ölschläger. Ah, nett. Schön. Ich bin der Frank Petersen. Ah. Ja, ich habe das. Ich bin ja erst neu, also in diesem Ort. Bin jetzt hergezogen, weil ich habe ja ein Haus gekauft mit Hof auch, also der Hof ist zwar leer. Ach, wollen Sie jetzt ihr Geld verdienen und sich vielleicht einen Hof aufbauen oder was? Eventuell ja, das müssen wir aber erstmal gucken. Wollen Sie vielleicht auch den Hof verkaufen? Das wissen wir noch nicht. Vielleicht wird der Hof ja auch vermietet. Ja, müssen wir mal schauen. Eigentlich war geplant, ist in Planung, vielleicht was Eigenes irgendwann aufzumachen, wenn es das Geld zulässt, aber im Moment ist das Geld ja nicht drin. Ah, deswegen sind Sie, ich habe gehört, Sie sind hier fest angestellt oder sind Sie erst, erstmal Probetage. 3 Probetage oder so, glaube ich, habe ich. Er will erstmal gucken, wie ich mich so mache und dann. Ich habe ja gehört hier vom Herr Altbauer und vom also vom Bert, vom Herr Engel halt, dass er jetzt einen neuen Mitarbeiter hätte und also sie halt in dem Fall und dass sie auch dann gerade erst neu gekommen sind. Ach so, ja, also ja. In den Ort. Das stimmt, ja, ich bin ja hier neu erst in dem Ort. Ich habe ja vorher woanders gewohnt und ja, habe wie gesagt das Haus jetzt gekauft. Der hat mir auch erzählt, dass sie in so einem Busbetrieb waren. So ein Kuhbetrieb, irgendwas. Genau, Kuhbetrieb. So 10 Leuten oder 8, was? Ja, genau, 10 Leute. Warum sind sie da weggegangen? War der Lohn zu schlecht oder hat ihr irgendwie Stress mit dem Chef? Naja, mein Ziel ist es halt, was Eigenes aufzubauen, eventuell, ne?
Und das war da nicht möglich, oder wie? Das war da jetzt nicht möglich, einen Hof zu finden, der günstig ist, der nicht zu teuer ist. Und deswegen ist die Entscheidung gekommen, halt auszuwandern. Jetzt haben wir den Hof halt hier gekauft und jetzt soll es hier auch weitergehen. Mit Arbeit und so. Mal gucken. Oh. Was sich so ergibt, das ist noch nicht alles in Planung. Ne? Das ist jetzt erstmal arbeiten hier und Arbeit finden und alles andere. Ja, ich glaube, es wird auch erstmal längere Zeit dauern. Es wird ein bisschen dauern, wird ein bisschen dauern, ja. Das wird ein bisschen dauern, ja. Sei denn, die Bank genehmigt mir dann Kredite oder so, da müssen wir dann mal gucken. Wenn sie ja mal irgendwie mal ein Angebot für gewisse Maschinen und so, können sie sich ja bei mir melden. So, siehst du, haben wir es ja schon geschafft. Ging ja richtig ruckzuck. Da hätte ich bestimmt eine Stunde für gebraucht. Ölschläger? Ja. Ich möchte vielleicht bei mir auf dem Hof eventuell ein 515C Fendt Favorit veräußern. Hätten eventuell Interesse, wenn ich da eures hätte. So genauere Sachen sozusagen, ob oder ob nicht. 515, was? 515C? 515C Favorit. Fendt. Inwiefern meinen Sie das jetzt, dass ich den kaufen würde wollen, vielleicht? Ja, weil ich bin den hier neu. Ja, aber ich kann mir den, glaube ich, noch nicht leisten von meinem Geld. Ich habe nicht wirklich viel Geld im Moment. Also, es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ja, wenn ich lasse es mal irgendwo stehen, wenn es Interesse. Und dann müssen wir mal gucken, ob es überhaupt ein 515er wird, ne? Vielleicht wird es auch ein anderer. Das müssen wir erstmal. Das ist ja, wie gesagt, erstmal alles noch in. Das steht ja alles noch in den Sternen. Wir sind fertig im Feld, ne? Genau. Wir sind jetzt fertig. Ja. Gut, dann steige ich erstmal wieder aus. Ich muss noch zum Drescher, zum Anhänger können. Genau. Jo. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Ja, wie ist das? Die das Bezahlen, das macht aber alles hier mein Chef, ne? Da habe ich nichts mehr zu tun. Das macht der Chef, ja. Das habe ich mit ihm ausgemacht. Das mache ich mit ihm. Alles klar. Jo, schönen Tag noch. Gleichfalls. Schön mit Ihnen. Jo. Tschüss. Ciao. Ja, netter Lohnunternehmer, meine lieben Freunde. So, dann fahren wir das Getreide eben auch noch unter den Schuppen. Siehst du, ist der Wagen schon ein bisschen voller geworden. Und das Stroh können wir ja leider erst morgen aufsammeln, weil immer nach dem Dröschen sollte man das Stroh nicht gleich sofort einrollen in Ballen und auch nicht wegladen, weil es ist immer noch ein bisschen Feuchtigkeit drinne. Und das Ganze muss erstmal ein bisschen abtrocknen und kann dann den nächsten Tag halt entweder aufgepresst werden oder halt wie gesagt gesammelt werden und ins Lager gefahren werden. So, es wird jetzt so sein, dass wir jetzt nämlich genau an diesem Punkt zum Ende kommen müssen, weil man hat es vielleicht gerade gehört. Beziehungsweise gibt es jetzt bei mir Abendbrot.
Und deswegen verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle hier und hoffe, es hat wieder Spaß gemacht. Und lasst uns auf jeden Fall Like da. Schreibt in die Kommentare rein, ob euch dieses Video gefallen tut und ob euch von allen Dingen das Projekt gefällt. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge zurück. Hier bei uns auf unserem Kanal. Also meine Freunde, wie gesagt, bis die denn dann, ne? Also, tschüss.